Gott zum Gruße, liebe Leute. Ich empfange euch heute am Ausgang des Hanebuttganges. Diesen hat ein finsterer Bursche im Mittelalter als Fluchtweg benutzt. In diesem dunklen Gang soll Jasper Hanebutt, einer der größten Raubmörder in Hannovers Geschichte, aus der Innenstadt geflohen sein und sich im Schutz der Dunkelheit auch versteckt haben. Er hat viele Dinge in der alten Stadt gemacht, die mit Geld zu tun haben, natürlich unangenehmer Art. Er hat Raubüberfälle gemacht und er hat auch einige Leute zu Tode gebracht. Der Gang führte vermutlich bis zur Kreuzkirche in Hannover und war 300 bis 400 Meter lang. Lange Zeit blieb Jasper Hanebutt auf freiem Fuß, ehe die Ermittler irgendwann im Uferbereich einen Ausgang hinter einem Busch entdeckten. Und unter Folter hat er dann alles verraten und preisgegeben, dass die meisten Sachen er in der Eilenriede im großen Stadtwald hier versteckt hat. Und dort findet man heute noch, wenn man vielleicht gut suchen kann, vielleicht noch Reste, Knochen, Kleidung, Geld sicherlich nicht mehr. Hanebutt stirbt im Jahr 1653. Im Krieg stürzt ein Großteil des Ganges ein und er wird mit einem Tor gesichert. Doch auch heute noch reißt die Legende bei Stadtführungen zu diesem Thema Kinder und Schulgruppen mit. Wir haben jetzt noch ein wenig Licht vom Eingangsbereich und wir sind 15 Meter in diesem Gang. Jetzt stellt euch vor, wir wären 200 Meter weiter hinten hinter irgendwelchen Kurven und das Licht ginge aus. Ich werde jetzt gleich diese Kerze einmal auspusten. Und dann seht ihr, wie es ist. Und jetzt stellt euch vor, ihr wärt ganz weit hinten. Ich glaube, ihr hättet nicht wieder rausgefunden. Ich hätte mir das nicht getraut, durch diesen Gang zu gehen. Ich nicht. Aber der Hanebutt, ein finsterer Bursche, der hat vor nichts Angst gehabt. Ein Mörder. Aber so dunkel wäre es gewesen. Hat euch das Video gefallen? Noch mehr Nachrichten aus eurer Region haben wir immer montags bis freitags um 18 Uhr für euch in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und natürlich hier auf unserem YouTube-Kanal. Also lasst uns gerne Likes und ein Abo da.